Ciao zusammen, ich bin Jürg und willkommen zum Royal Rumble! Endlich können wir mit Grisha Jede beim Royal Rumble teilnehmen. Ich bin richtig gespannt, als welche Nummer bis ich als wie viel der Wrestler mir in die Action können eingreifen. Schreib doch unten einen Kommentar deine Prediction, als wie viel die Wrestler mir in den Ring kommen. Ich bin auf jeden Fall so gehypt, ich will gar nicht länger warten. Oh nein, wir starten direkt mit der Action. Los! Gott! Bevor wir jedoch unsere Füße sprechen lassen, reden wir noch mit dem Todd Mullin. Hey Mann, ich hätte gern gute Neuigkeiten für dich, aber leider waren die aus. Na super, raus damit. Habe gerade von Triple H gehört, du trittst im ersten Kampf an. Sorry, dagegen kann ich nichts machen, wenn das mal nicht typisch The Authority ist. Ja, da hast du wohl recht. Weißt du was? Nach dem Royal Rumble werde ich Triple H umarmen. Umarmen? Ich werde ihm eine dicke, liebevolle Umarmung verpassen. Ich stehe dir da nicht im Weg, Teufelskerl. Leider habe ich schon komplett vergessen, was du gerade gesagt hast. Ich weiß von nichts. Okay, nur noch ein Schritt bis zur wichtigsten Show aller Zeiten. Wrestle. Psst. Mann, das ist wie vor dem Geburtstag zu gratulieren. Das bringt Unglück. Wir sind dem Ziel so nah, dass ich sogar schon abergläubisch werde. Gut, dann lass ich es lieber. Bleib ruhig und tu das, was du am besten kannst. Schau mir ruhig bei der Arbeit zu. Ich habe das im Griff. Das Mal habe ich euch den Einmarsch ohne mein Gelaber zeigen, denn das beweist auch, dass wir als Nummer 1 tatsächlich den Rumble starten müssen. Also wir sind als Erste reinkommen, ob wir jetzt 1 sind oder 2, spielt keine Rolle. Wir sind einfach ja, als Erste im Ring gewesen, und der andere ist als Zweite im Ring gewesen, mit uns zusammen. Also ich und da gegen Darren Young das Ganze starten. Hey. Und ich muss es so schnell wie möglich rauswerfen, weil sonst kommen sehr viele Leute rein. Und das wäre ja nicht gut. Das heisst, so schnell wie möglich rauswerfen. Nein, 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 nein. Unbedingt Kontra. Ja. Wow, wow, wir sind draussen. Super. Da kann ich gar nichts dagegen machen. Ja, genau. Und jetzt musst du schauen, jetzt kommt er ihm helfen. Ja, genau, jetzt kommt der andere helfen. Ist schon klar. Hey, und ich schwitze mir da einen ab. Ey. Ah. Boah, aber der ist geil gewesen, den haben wir direkt geschmissen. Ey, gibt's mir einen, hey? Gibt's mir doch einen, du Tamisiach. Jetzt, ja, schau das an, wie will ich da etwas dagegen machen und jetzt kommt das Zweite. So ein verdammter Drecksgame. Nein, sorry, das Scheissgame, hey. Ey, das ist eine verdammte Dreckssteuerung von diesem Game. Big Case, ich habe ihn wieder Big Case markiert. Aber es braucht etwa 10'000 Jahre, damit er sich erholen kann und nachher natürlich kein Kontra. Und wir scheiße sind zum Kontra. Nein. Einfach nicht irgendwie er holt Anlauf. Wow, wir sind dus. Was für ein Drecksgame. Können wir helfen? Ja, wir können helfen. Ja, geil. Ja, was bist du für ein Arsch? Ich komm dir doch helfen und dann hörst du einfach auf. Bitte. Für die Strapazen, die ich hier habe. Für das Ganze. Da habe ich es einfach verdient, dass das Video ein paar Likes kriegt. Also hauen die Likes aus. Teilen das Video überall. Für meine Schmerzen, die ich hier erleide, die der Grisha Yeti erleidet hat. Hey, und mir rönt der Schweiß, aber das glauben ihr gar nicht. Keine Ahnung, ob man das sieht, aber ich muss mir da mit dem Tuch. Hey. Oh mein Gott, hey. Was muss ich jetzt machen? Hey. Das ist so unglaublich. Hey. So ein Scheiß sitzt da drin. Hey. Tack. Jetzt, genau, ja. Wow, ich konnte den anderen, kommt der hohe Wichser, Akira. Hey. So ein elender, hoher Pisser. Hey. Ja, genau, und er muss auch wieder auf mich. Nein, bitte nicht. Kann ich nicht irgendwas machen und noch dagegen machen? Nein, eliminiert. Was für ein Scheiß. Er muss natürlich auf mich kommen, ist ja klar. Oh. 3000 Jahre später.
Oh mein Gott, die letzten drei. Hey. Wir sind unter den letzten drei. Bobby Roode, Braun Strowman. Da, letzter Kampf. Sehr schön, wir haben countert. Wir haben countert. Und ich schaue noch meine Energie an und schaue deren Energie an. Hey, das ist so heftig, ich muss mich ein bisschen aus dem Ganzen raushalten. Ich muss es jetzt richtig taktisch machen. Richtig taktisch. Ich habe so viel versucht und bin immer wieder gescheitert. Und jetzt schon unter den letzten drei. Hey. Das ist so wichtig, dass ich das jetzt herkriege. Das ist so wichtig. Nein! Bitte kontra, jawohl, wir haben kontra, sehr schön. Und jetzt packen wir uns den und werfen den raus, bitte. Bitte, lupfen ihn rauf. Nein, nicht so. Hey, abbrechen. Ich weiß, ich werde es nicht kriegen, ich bin schwach. Ich bin eindeutig schwach. Nein, komm. Oh mein Gott. Hey, das ist so, nein. Lass mich. Ja, kämpf gegen ihn, bitte. Hey, wenn da einer kommt und so ein Dings macht, der Klos, dann bin ich am Arsch. Dann bin ich absolut am Arsch. Mein Gott, hey, bitte, ja, machen Sie untereinander. Kämpfen ein bisschen untereinander. Lass mich in Ruhe. Komm, sehr schön. Oh mein Gott, hey, mein Herz, hey, es ist so heftig, hey. Es ist so heftig. Oh, ich bin so gefährlich. Komm, machen das. Oh, schön. Jawohl. Sehr schön. Braun Strowman da markieren. Und jetzt backen wir ihn uns. Sehr schön. Da her. Perfekt. Und jetzt ein Finisher. Jawohl. Braun Strowman haben wir rausgehauen. Jetzt ist nur noch einer. Da. Nein. Konter. Nein. Fuck. Ist das Finisher? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein uhorer Ding. Oh mein Gott. Hey. Ich muss das kontern. Jawohl. Kontert. Sehr schön. Aufnehmen. Komm. Aufnehmen. Und jetzt Signature Move. Perfekt. Und das gibt uns den Finisher. Sehr schön. Bitte. Bitte. Und jetzt werfen wir in den Rekka und machen auch da den Finish. Und dann war's das. Bitte. So. Können wir nicht? Dann lupfen wir ihn halt rauf. Wir lupfen ihn rauf. Ist mir scheißegal. Hauptsache, wir kicken ihn raus. Auch wenn es nicht mit einem Finisher ist. Wir kicken ihn raus. Und er kontert. Aber nochmal. Und jetzt ist er draußen. Oh mein Gott, wir gewinnen tatsächlich den Royal Rumble. Hey. Oh mein Gott, wir gewinnen den Royal Rumble. Wir sind als Nummer 1 reingekommen. Und haben es jetzt gewonnen. Hey. Die letzte Szene habe ich euch nicht zeigen. Den Rest habe ich von Fehlversuchen wahrscheinlich auch reingeschnitten und ein paar wieder rausgehauen haben. Oh mein Gott, hey. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir gewinnen den Royal Rumble. Aber was geht jetzt da ab? Werde ich gerade gefeiert? Keine Ahnung. Er ist gerade ratlos. Grisha ist ratlos. Oh mein Gott. The Rock kommt. Hey, aber der muss lobende Worte jetzt für uns haben. Der muss jetzt lobende Worte für uns haben, The Rock. Oder, hey, ein Fighter wird er sicher nicht mit uns haben. Der wird jetzt lobende Worte für uns haben. Hey, komm schon, The Rock, bitte. Oh mein Gott, wir fighten tatsächlich. Hey. Und er verpasst uns auf voller Derby Move. Und jetzt gibt es tatsächlich People's Elbow gegen uns. Es gibt tatsächlich den People's Elbow gegen uns. Hey. Ja, noch gut. Hey, wir sind so etwas von abgefertigt nach einem Royal Rumble als Nummer 1 reingekommen und wir gewinnen es. Hey. Ja, dann kannst du mir das noch verpassen. Von mir ist auch noch das andere. Oh Gott, er werft uns raus. Aber hey, wir haben gewonnen. Oder zählt jetzt ein Special Entrance da, hey, und gewinnt jetzt er den Royal Rumble? Soll das von der Arschung jetzt wieder sein, von der Authority? Man weiß es nicht, das ist alles Mögliche. Alles ist da möglich. Triple H, was hast du mir zu sagen? Was für eine Überraschung! Was für ein unerwarteter Ausgang! Wer hätte je geahnt, dass du beim Royal Rumble verlierst? Und dass der Rock einmal mehr beim Hauptkampf von WrestleMania auftritt? Dumm gelaufen, mein Freund. Echt dumm gelaufen. Aber der Rock ist eben best for business. Sieht aus, als würde WrestleMania dieses Jahr einfach der Hammer werden. Trotz all dem werde ich eine Möglichkeit finden, bei WrestleMania zu kämpfen. Nur in deinen kuscheligsten ersten Träumen. Bis später, Loser. So ein Dreckshund, der Triple H, erwacht einfach nur an Entrance Nummer 31, The Rock und USA, und wir verlieren. Februar, erste Woche. Und da haben wir einfach The Rock. Hey. Komm mal hierher, mein Guter. The Rock hat dir was zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, was du hören willst, Rock. Hey Mann, sei nicht so. Mein Ohr war schon immer offen für dich, wenn du etwas zu sagen hattest. The Rock hat diesen gegenseitigen Respekt verdient. Das stimmt, es war geplant, dass Rock zurückkommt. Aber bis zu diesem Augenblick hatte ihm niemand gesagt gehabt, dass er im Rumble sein wird. Ich wurde verarscht. Zuerst von Triple H, dann von dir. Der Sieg beim Royal Rumble hätte mir gehören sollen. Ich möchte, dass du dich bei mir entschuldigst. Du schuldest mir eine gewaltige Entschuldigung, Rock. Alter! Mea culpa, das war allein der Fehler von The Rock und er schuldet dir jetzt was. Absolut, aber ich weiß zu schätzen, dass du das sagst und ich nehme die Entschuldigung an. Du weißt so gut wie The Rock, dass die Gemüter hier schnell hochkochen. Die WWE ist ein Pulverfass und der Ehrgeiz der einzelnen Wrestler ist wie Benzin, das in jede Lücke fließt. Ein Funke reicht, verstehst du? Ja,
ein Funke reicht. Okay, WrestleMania ist noch drin. Wenn wir diese Funken meiden können, der Rock hat da einen teilweisen Plan. Ich bin bereit, dir zuzuhören, wenn du dich für mich einsetzt. Das wird der Rock tun, definitiv. Denk immer daran, du kannst es schaffen, wenn du dir diesen Titel holst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, weil jeder meint, dass du aufgegeben hast. Beweise ihnen das Gegenteil. Zeige dem WWE-Universum, dass du die einzige Option als Herausforderung Nummer 1 für das nächste Pay-Per-View bist. Ich lasse dich weiterhin nicht aus den Augen. Verlass dich darauf. Was für Erfolg! Nach dem 100. Versuch gewinnen wir endlich den Rumble. Denn hinter Gott ist der Triple H, der Rock und aus. Oh mein Gott, und ihr habt ja alles gesehen und mitgekriegt. Einfach eine hammergeile Folge. Wenn dir die Folge genauso gefallen hätte, mir, dann zeig mir das mit einem Daumen nach oben und schreib unten hin. Hashtag hintergangen, dann weiss ich, dass du das gesehen hast. Und ich werde natürlich den Kommentar sehr gerne mit meinem Herzchen belohnen, dass du das Video wirklich bis zum Schlussende, ich weiß nicht, was ich eigentlich sagen will, aber egal, du weißt sicher, was ich meine. Bis zum Schluss angeschaut hast, ich mag eben nicht mehr reden, ich kann nicht mehr reden, ich möchte schon noch, aber ich kann einfach nicht mehr. Und aus dem Grund bin ich jetzt draußen, hoffe wirklich, es hat dir gefallen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!